Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher. Die Sonne ist untergegangen, die Nacht beginnt und wir haben jede Menge zu tun. Deswegen sollten wir uns ja gar nicht lange mit Geplapper aufhalten. Wie spät ist denn das jetzt eigentlich? 20.30 Uhr. So, wir dürfen nicht vergessen, dass wir um Mitternacht beim Lagerhaus sein müssen. Das heißt, wir sollten jetzt nicht zu viel vorweg machen. Sondern mal gucken, der Spieler, der war ja jetzt nicht hier, ne? Der ist ja nur tagsüber da. Irgendwie so was war da. Also legen wir erstmal los. Jetzt nachts sind die Straßen noch nicht mehr so sicher wie tagsüber. Nachts kann man hier tatsächlich Gegnern begegnen. Und zwar nicht nur den Söldnern der Salamandra aus der letzten Nacht, sondern tatsächlich auch einigem bösartigen Getier. Aber noch ist tatsächlich gar nicht... Ist schön für dich. Noch sind wir tatsächlich gar nicht an dem Punkt, dass das hier gefährlich wird. Ich weiß, ausprobieren müssen erstmal. Ist es schon dunkel genug, dass die Huren hier unterwegs und in Gefahr sind? Dann könnten wir nämlich zum Beispiel das schon mal machen. Nö. Aber es wird jetzt dunkel und Charlie hat ja gesagt, wenn es dunkel wird, sollen wir nochmal bei ihr vorbeikommen. Deswegen gehe ich da jetzt mal schnell hin. Weil wir da vielleicht nochmal ein paar Tipps kriegen, wie wir eventuell ins Krankenhaus zu dem Salamandra-Gefangenen kommen. Denn auch das sollen wir ja eher nachts machen, hat Shani uns gesagt. Das ist ja so ungefähr unsere heißeste Spur im Moment. Hi. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich euch eingeladen hätte. Aber kommt rein. Ich habe momentan keine anderen Gäste. Gäste? Ich habe Geburtstag. Was habt ihr mir mitgebracht? Ich hatte ein Auge auf diese hübschen goldenen Handschuhe geworfen. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Hinaus! Einfach so in mein Haus zu stapfen. In Stiefeln! Womit habe ich das in meinem Alter noch verdient? Aber... Ja, okay. Shani zu besuchen wird wohl nicht so einfach werden wie gedacht. Wir brauchen ein Geschenk. Wir brauchen die goldenen Handschuhe. Das heißt, dass wir Shani wohl heute nicht besuchen können. Oder? Ach doch, er ist noch da. Was kann ich für euch tun? Vielleicht hat er ja die goldenen Handschuhe hier im Angebot. So, Hunderte. Das ist natürlich... Na gut. Was soll's? Und wehe, die alte Vettel sagt jetzt was anderes, ey. Willkommen, willkommen. Kommt rein, macht es euch gemütlich. Ist die dement oder was? Das ist dein scheiß fucking Ernst? Willkommen, willkommen. Kommt rein, macht es euch gemütlich. Jetzt habe ich extra diese scheiß Handschuhe gekauft und du sitzt jetzt hier und... Meine Güte. Blöde. Hallo, Shani. Endlich habt ihr mich gefunden. Sieht ganz so aus. Wie seid ihr an der alten Vettel vorbeigekommen? An der netten alten Dame unten. Die macht mir das Leben zur Hölle. Mädchen in eurem Alter sollten längst verheiratet sein. Sie denkt ganz zweifellos so. Ist die Miete wenigstens günstig? Ja, wenigstens ist die Miete günstig. Ärzte verdienen so wenig in Temerien. Viele wandern aus. Ihr seid geblieben. Jemand musste es tun. Wie auch immer. Ja? Shani. Ich wollte reden. Was ist? Manchmal träume ich von der Schlacht von Brenna, dem Massaker. Tut mir leid. Aber das ist es ja. Mir tut es nicht leid. Ich wache frisch und munter auf, als hätte ich mich an das Elend gewöhnt. Ergibt das einen Sinn? Durchaus. Danke. Manchmal ist es schön, wenn man sich aussprechen kann. Nicht der Rede wert. Dein Ernst jetzt? Ja. Shani. Ich wollte reden. Tut mir leid. Reden wir ein andermal. Dafür bin ich jetzt hierher gekommen, echt? Dafür?
gerade ein bisschen enttäuschend, bin ich ganz ehrlich. Dann nehme ich dein Schwarzpulver mit. Was machst du überhaupt mit Schwarzpulver hier? Das Bier gehört jetzt auch mir. Ja, die Fackel kannst du behalten. Ja. Irgendwas musst du dich ja nachts beschäftigen. So. Hier bei der alten Vettel können wir hier auch noch irgendwas klauen. Ihr werdet alt, Großmütterchen. Hier so ein Dörrobst brauche ich jetzt nicht. Großmutters Tagebuch. Willkommen, willkommen. Okay. Kommt rein, macht es euch gemütlich. Das kann man, doch, kann man so einfach an sich nehmen. Okay. Ich hätte ja gedacht, dass sie jetzt in irgendeiner Art und Weise reagiert hier. Hier ist nochmal schwarz. Was macht Großmütterchen mit Schwarzpulver? Das macht mir genauso viel Angst. So. Hallo. Willkommen, willkommen. Kommt rein, macht es euch gemütlich. Ich werde die Damenhandschuhe mal behalten. Denn vielleicht brauchen wir die ja das nächste Mal, wenn wir Shani wieder besuchen wollen, weil Großmütterchen ist tatsächlich etwas, ich sag mal, anstrengender, was das angeht. So, 21 Uhr. Mal auf die Karte gucken. Am liebsten wäre mir, wenn wir jetzt vielleicht noch nach, ins Krankenhaus könnten, dass wir die Chance nutzen. Oh, Nieswurps. Ich bin müde. Echt? Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Na gut, geht rein. Was so ein bisschen Bestechungsgeld nicht alles ausmacht, ne? So. Mal gucken. Da sind ganz, ganz viele kranke Menschen überall. Das ist eine Art Fluch. Ja, komm, wir können noch einen Stack Feuersteine machen. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, wofür wir die überhaupt noch brauchen sollten, aber. Also das da, das ist der Gefangene, zu dem wir wollen. Das ist eine Art Fluch. Da gehe ich als allerletztes hin. Erstmal gucken wir, was wir hier sonst noch haben und reden eventuell mit jemandem noch hier. Kult und Religion der Nordlinge. Nehmen wir mal mit, können wir verkaufen. Entschuldigung, das ist mein Heuschnupfen. Der Moment ist das echt schlimm hier. So. Erinnert ihr euch noch an das, was wir in einer der letzten Folgen über die Sephiroth erfahren haben? Einer wird von einem jungen Mädchen bewahrt, einer von einer Frau und einer von einer alten Vettel. Das ist die Göttin Melitele. Das ist dieser Schrein hier. Wir müssen ihr was zum Opfer darbringen. Und erhalten dafür gleich 4 Sephira. Haben damit jetzt schon 4 von 10. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen, das ist echt fies. Theoretisch ist ja noch irgendwo eine Priesterin, aber die ist wahrscheinlich nur tagsüber da. Na gut. Hi. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Meine Lungen. Hier, 10 Orange dafür, dass ich mit ihm reden darf. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Ich will ihm nur ein paar Fragen stellen. Psst. Er sagt etwas. Kalkstein. Er ist ohnmächtig geworden. Verschwindet. Da ist ein Aufruhr auf dem Flur.
Verdammte Schurken. Boxfleisch hat sie geschickt. Ja, ist es jetzt Kalkstein oder Boxfleisch? Ich denke, wir haben auf jeden Fall Grund, uns sowohl mit dem Alchemisten für das Gold, das ihr euch bezahlt, als auch mit dem Schurken noch mal ein bisschen zu unterhalten. Theoretisch hätte es, glaube ich, mit einer Szene weitergehen müssen. Aber vielleicht kommt die noch. Ich sammle hier erstmal ein bisschen Loot ein. Boxfleisch und Kalkstein. Wir werden alle sterben. Den Alchemisten haben wir ja sowieso schon. Verdammte Schurken! Boxfleisch hat sie geschickt. Meine Lunge. Es ist ein Affe. Haben wir hier irgendwo einen übersehen? Oder warum geht's jetzt? Blut. Oder warum geht's jetzt nicht weiter? Meine Lunge. Das ist eine Art Fluch. Das finde ich nämlich gerade echt ein bisschen. Haben wir gerade einen Glitch? So, der Komplize als Zeuge. Vielleicht Leute haben das Krankenhaus angefangen mit Reimann sprechen. Theoretisch hätte man jetzt, glaube ich, noch eine Aussage kriegen müssen, oh, verdammt, er ist tot oder irgendwie sowas. Aber vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, vielleicht kommt das zu einem anderen Zeitpunkt. 22 Uhr. Gut, dann können wir noch mal kurz zu Raimund zurückgehen. Das schaffen wir noch. Ah, hier müssen wir auch mal aktiv werden. Haut ab, Kumpel. Lass die Dame in Ruhe. Ihr habt Mitleid mit einer Hure? Bevor ihr geht, entschuldigt ihr euch noch für euer schlechtes Benehmen. Ihr seid nicht bei Trost, alter Mann. Haut ab, bevor ich euch absteche. Nachdem ihr euch entschuldigt habt, geht zu Hauptmann Vincent. Sagt ihm, ihr seid ein Verbrecher und eine Ratte. Zieht euer Schwert, Streuner. Ich töte niemals unbewaffnete Leute. Ihr habt eure Chance vertan. Auf ihn! Wirklich? Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Die Salamandra? Oh, jetzt hast du es sowieso geschafft. Oh, ihr Bastard! Danke! Aber den hätte ich gerade noch selber geschafft. Trotzdem, danke. Tatsache, Salamandra. Ja, zack. Da muss es aber noch zwei von geben, die sind da oben, okay. Dann laufen wir doch da mal vorbei und machen die Quest hier gleich erstmal fertig. Verschwindet! Die haben jetzt schon die Arschkarte. Ich habe geschäftlich zu tun. Verschwindet oder ich töte euch wie einen Hund. Versucht euer Glück. Ergreift ihn! Der Pisskopf! Oh, okay, da haben wir mal Glück gehabt. Theoretisch hätten sie die Arschkarte gehabt, weil hier direkt die Patrouille ist, aber die Patrouille beachtet das ja hier gar nicht weiter irgendwie. Hey, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Vor allem, weil ihr sowieso nur daneben steht und mir zuguckt. Bewegt euch! Ich habe mich nur verteidigt. Ihr habt das gesehen, ja? Ihr habt das gesehen. Das würde ich gerne benutzen.
Ah, jetzt. Okay. Wenn ich so ein bisschen Lebensenergie nebenbei mal regenerieren, ne? Und unser Inventar wieder ein bisschen frei kriegen. Oh, wie spät ist es? 22:30. Wir müssen da oben ins Zwergenviertel noch. Hi, Zwerg. Da ist nochmal so eine Bande. Ihr da, verschwindet! Tätlichkeiten sind unhöflich. Geht, solange ihr noch könnt. Diese Frau gehört zu mir. Dann sterbt ihr. So, komm her jetzt hier. Was macht ihr denn da? Bleib tot. Oh nee, ne? Es ist ein blödes Zwerg. Scheiße, das war unnötig. Das war unnötig, dass der Zwerg sich da eingemischt hat. Schiete. Das heißt am Ende noch, ich bin ein Zwergenhasser. Na toll. Ja doch, komm. Ah, shit. Können wir mal trinken hier? Da wieder welche zu brauen, ist ja jetzt nicht das Schwierigste auf der Welt. So, wenn wir jetzt darauf warten, dass es spät genug wird, dass wir uns das Lagerhaus angucken können, gehen wir nochmal zum werten Herrn Detektiv zurück. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Also, ich war bei dem Gefangenen. Hat er was ausgespuckt? Dazu gab's keine Gelegenheit. Boxfleischs Männer haben uns angegriffen. Sicher? Seltsam. Boxfleisch will die Salamandra loswerden. Es sei denn, mir ist da etwas entgangen. Javed hat ihm vielleicht Angst eingejagt. Oder ihn bestochen. Das sollten wir prüfen. Habt ihr etwas aus dem Gefangenen herausbekommen? Ein einziges Wort. Kalkstein. Macht Sinn. Kalkstein ist ein talentierter Alchemist. Er könnte Javed bei den Experimenten behilflich sein. Ich bin ihm begegnet. Er sah nicht aus wie ein Verbrecher. Das mag ja sein, aber wir müssen allen Hinweisen nachgehen. An die Arbeit. Ich befrage meine Kontakte in der Stadt. Ihr beobachtet Kalkstein. Erringt sein Vertrauen, findet heraus, was er vorhat und was er verbirgt. Wie geht es mit den Ermittlungen weiter? Geduld ist angesagt. Wie beim Fischen. Ich bevorzuge die Jagd. Dann erringt Kalksteins Vertrauen. Tut ihm einen Gefallen. Bringt etwas in Erfahrung, das ihn interessiert. Ihr könntet ihn dazu bringen, euch anzuheuern. Redet auch mit Boxfleisch. Aber übertreibt's nicht. Er ist ein Choleriker. Reine Deduktion. Gut, Boxfleisch. Boxfleisch finden wir ja tagsüber im Haarigen Bären, wenn Coleman dann weg ist, da. Und was die Kalkstein-Geschichte angeht, haben wir ja die beiden Bücher, die er haben wollte mit Informationen über den Turm im Sumpf. Vielleicht können wir damit sein Vertrauen wieder erringen, nachdem wir ihn ja direkt bei unserem ersten Treffen hier in der Stadt schon beschuldigt haben, mit den Salamandra zusammenzuarbeiten. Ich habe ein bisschen Angst, J zu drücken, aber es geht ja nicht anders. So. Weil er immer meint, er müsse, J wäre nicht automatisch Quests. Und er müsse, Q geht das nicht, ne? Nee, Q ist das Schwert, schade. Und er müsse hier in den ganzen Notizen rumlungern. So, das rastlose Gespenst machen wir nach dem Lagerhaus. Das ist nämlich beides um Mitternacht und das Lagerhaus ist mir gerade ein bisschen wichtiger. Mit der Vincent-Geschichte, denn das müssen wir tatsächlich erledigen, bevor wir auf den Friedhof dürfen. Die ganzen Verträge machen wir nach und nach. Ein alter Freund, da waren wir auch schon. Gedächtnis einer Klinge mit dem Spieler sprechen. Ja, okay, das können wir erst morgen machen. Leichte Mädchen, wenn wir zu Carmen zurück. Ich weiß nicht, ob die da nachts steht. Das könnten wir gleich aber nochmal gucken. Der Sendbote des Mannes, der die Salamandra bekämpft. Ja, das machen wir später nochmal.
Okay, so viel haben wir heute Nacht gar nicht mehr vor uns. Ja, wenn wir das Gespenst und das Lagerhaus erledigt haben, gehen wir noch runter in die Kanalisation. Das wollten wir auch heute Nacht erledigen. Oh, wartet mal, 23 Uhr. Ich guck mal, ob das Gespenst schon da ist. Dann können wir das nämlich sonst noch schnell abhaken, bevor wir Vincent verfolgen. Wir sollten das mit Vincent noch nicht verpassen. Ewiges Feuer. Nee, das Gespenst ist auch noch nicht da. Also auf der einen Seite ist das ziemlich cool, dass hier alles auch so ein bisschen zeitabhängig ist. Siegfried schläft auch nicht, ne? Auf der anderen kann es aber auch ganz schön lästig werden, wenn man dann wirklich mal warten muss. Ja. So, und Carmen ist aber nicht hier. Guck mal, doch noch mal den haarigen Bären. Was wollt ihr? Ich will ein Abzeichen verkaufen. 10er pro Stück. Abgemacht. Hat er die jetzt verkauft? Ja, anscheinend. Wir haben mit 600 Orans. Hat uns also schon so ein bisschen was eingebracht. Ich vergeude meine Zeit. 23:30. Was wollt ihr? Ah. Wenn wir den Namen von seinem Auftrag überfahren wollen, müssen wir mit ihm trinken. Lebt wohl. Das Problem daran ist einfach, Boxfleisch ist hier noch. Das Problem daran ist, dass wir jetzt ein paar Kämpfe vor uns hätten und da will ich vorher nicht betrunken sein. Was wollt ihr? Habt ihr je das Zeichen der Salamandra gesehen? Schon sehr viele. Gibt's ein Problem damit? Erzählt mir am besten alles, was ihr wisst. Sagt euch der Name Azar etwas? Ich habe einen Grundsatz. Bevor ich jemandem die Kehle aufschlitze, gebe ich ihm einen Rat. Droht mir nie. Merkt euch das. Ich meine, der Ruf ist alles, oder? Ich muss mit euch über die Salamandra sprechen. Schnell. Eure Handlanger werden nervös, wenn ich nach den Salamandra frage. Denen geht's wie mir. Wir mögen die Salamandra nicht. Und ich bin Priesterin der Melitele. Ihr seid entweder sehr mutig oder sehr dumm, mich zu beschuldigen. Weder noch, Boxfleisch. Zu dumm, dass ihr meine Männer nie gefragt habt, warum sie nervös werden. Und jetzt haut ab! Eure Leute haben mich im Krankenhaus angegriffen. Geht's noch? Ich hab sie hingeschickt, um einen von uns zurückzuholen. Wieso glaube ich euch nicht? Das ist mir scheißegal. Wenn das so ist, sagen wir, es war ein Missverständnis. Das mit euren Jungs tut mir leid. Ach ja, das Leben ist schon übel und dann stirbt man auch noch. Und jetzt zieht Leine, ich habe noch Geschäfte zu tätigen. Mir fehlen Beweise. Ich lasse euch erstmal in Ruhe. Danke, aber ihr versteht sicher, wenn ich euch nicht gleich die Füße küsse. Falls ihr Yavit finden solltet, würde ich gerne davon erfahren. Und wenn ihr welche seiner Handlanger findet, hätte ich auch nichts dagegen, die zu sprechen. Das war ein interessantes Gespräch, was gleichzeitig nicht so wirklich was ausgesagt hat. Hauptüberfälle? Man verprügelt einen Kerl und nimmt sie. So. Müsste so allmählich dann aber auch Zeit sein, Vincent. Wir wollen doch hier ins Lagerhaus. Da sind wir noch abgeschlossen, unglaublich.
Na gut, dann verstecken wir uns wirklich mal in der Tür gegenüber, wo wir schon mal von geredet haben, dass wir das machen könnten. Hier, wo wir damals angeheuert worden sind von dem komischen Banditen, der uns dann versucht hat, in eine Falle zu locken, was ich schon so ein kleines bisschen niedlich fand. Und wenn wir sowieso einen Augenblick warten, kann ich auch kurz einen Schluck trinken. Ich hoffe, das stört euch nicht. Na gut, es sind 5 Schlucke geworden. Ich hoffe, auch das stört euch nicht. Klar könnte ich jetzt auch zu einem Feuer gehen und sagen, bis Mitternacht warten, aber wir sind kurz vor Mitternacht. Das ist, das erscheint mir gerade auf eine gewisse Art ein bisschen sinn- und belanglos. Aber es ist schon ärgerlich, dass wir echt bis Mitternacht warten müssen, bevor wir das machen können. Hat gerade was gegoogelt, aber nee. Es reicht immer noch nicht. Die Zeit reicht aber auch nicht mehr, um noch großartig irgendwas anderes zu machen. Ich sage euch nur schon mal morgen, und damit meine ich jetzt nicht morgen in der nächsten Folge oder sowas, sondern morgen hier im Spiel, wenn die Sonne dann wieder aufgegangen ist, werden wir uns nochmal mit dem Deich beschäftigen, weil wir müssen ja noch zu Leuwarden. Wir haben noch so ein paar Quests abzugeben, bei Coleman zum Beispiel. Und wenn wir dann hier in Vizima soweit fertig sind, auf den Friedhof werden wir wahrscheinlich auch noch gehen können. Wenn wir in Vizima soweit fertig sind und nicht gerade wieder die Nacht anbricht, die würde ich dann sonst ein bisschen im haarigen Bären verbringen und im Zweifelsfall dann, die Nacht überspringen, weil den nächsten Tag möchte ich dann tatsächlich mal in den Sumpf, aber ich möchte den Sumpf nicht bei Nacht beginnen. Das ist dann auch doof. Weil es da auch wieder Leute gibt, mit denen wir sprechen können und die im Zweifelsfall dann schlafen. Keine Spur von Yavet oder dem Professor, aber diese Kerle sollten kein Problem sein. Dann mal los. Mich juckt's in den Fingern, jemanden mal da reinzumachen. Hi. Ja? Wer ist das? Das war so aber nicht abgemacht. Ganz ruhig. Nur ein Hexer. Ihr wisst doch, dass Hexer Golems sind. Kein eigener Wille, befolgen Befehle schnell und widerspruchslos. Richtig, Geralt? Richtig. Seht ihr? Kein Grund zur Angst. Ihr seid auch nicht gerade allein gekommen. Und jetzt handeln wir. Ich traue ihm nicht. Er soll ein Mörder sein und mehr als ein Dutzend unserer Leute aufgeschlitzt haben. Spielen wir nicht, wer hat wen getötet. Das ist Vergangenheit. Uns interessiert die Zukunft. Eure Zukunft, die unangenehm wird, wenn Yavet erfährt, dass ihr ihn betrogen habt. Und glaubt mir, er erfährt es schnell, wenn ihr nicht redet. Eine leere Drohung. Mir macht ihr keine Angst. Genug. Wo ist Yavet? Wo sind die Hexergeheimnisse? Spuckt es aus, ehe ich euch an die Ratten verfüttere. Vincent, haltet ihn auf! Ich weiß nicht. Ich war Assistent des Buchhalters der Salamandra. Yavet vertraute mir nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er ist oder was er vorhat. Und der Professor? Ich weiß es nicht. Der ist weggegangen. Blödsinn. Ihr braucht nur Zuspruch. Ihr habt mir als Gegenleistung für meine Aussage Schutz versprochen. Beim Grab meiner Mutter, ich weiß nichts. Haltet ihn auf, ihr seid auch ein Ordnungshüter. Das ist Mord. Wollt ihr daneben stehen und zusehen? Nein, ich gehe. Außerdem weiß ich, dass ihr bei der Ermordung von Raimunds Familie die Hand im Spiel hattet. Hexer, bringt es schnell hinter euch. Ihr Dreckskerl! Hey. So, okay. Hier haben wir also die Mörder von Raimunds Familie, oder zumindest einen Teil der Verantwortlichen. Vielleicht können wir ihm das ja bei Gelegenheit erzählen. So, wir sollten uns jetzt ernsthaft mit Vincent unterhalten. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass wir das heute Nacht noch machen können. Da werden wir bis morgen warten müssen. Zwei Salamandra-Abzeichen schon wieder. Die können wir gleich noch verkaufen gehen dann. Ich benutze im Moment meine Zeichen relativ wenig. Ne? Das einzige Zeichen, was überhaupt irgendwelche Art von Benutzung findet hier, ist Art. Ja, die benutze ich eigentlich gar nicht.
Ist hier noch irgendwas, was man plündern kann? Ja, hier. Septim? Scheiße, wie war nochmal die Währung hier? Ohren. Zwei Ohren. Da ist noch ein Brötchen, aber nö, das Brötchen brauchen wir nicht. Na gut, ob wir Vincent... Ne, wahrscheinlich finden wir den jetzt nicht beim Wachhaus. Ich meine, wir können ja da mal einmal vorbei, wenn wir jetzt eh unterwegs sind. Ich hoffe nur, der Händler für die Salamandra-Abzeichen ist noch hier. Ich würde nämlich gleich noch ein paar verkaufen. Ja. Was wollt ihr? Ich will ein Abzeichen verkaufen. 10er pro Stück. Abgemacht. So, und ansonsten war es das erstmal mit The Witcher für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir uns in Richtung Friedhof begeben, um da einem kleinen Spuk den Gar auszumachen und danach in die Kanalisation absteigen, um einen Schatz zu bergen. Ich würde mich sehr über euch freuen. Bis dann. Meinen neuen Ort. St. Majorans Krankenhaus. Das nach dem Propheten Majoran benannte Krankenhaus wurde in einem ehemaligen Tempel der Velitela eingerichtet. Noch heute steht eine dreifache Statue der Göttin dort. Schwestern und Novizinnen arbeiten hier und versuchen, den Opfern der Pest zu helfen. Es ist kein angenehmer Aufenthaltsort, denn das Stöhnen der Leidenden ist so allgegenwärtig wie der Gestank ihrer Exkremente. Wer die Krankheit nicht überlebt, also die überwältigende Mehrheit, wird in einer Grube hinter dem Krankenhaus geworfen. Hin und wieder verbrennt man die Toten, damit sich die Pest nicht noch weiter ausbreitet. Kürzlich hat der Orden der Flammenrose das Krankenhaus unter seinen Schutz gestellt. Shanis Heim? Shanis Heim ist leicht zu finden. Es liegt bei einer Statue des Esculap-Stabes. Die Unterkunft gehört einer alten Dame mit einer schwierigen Persönlichkeit. Man muss ihre Gunst erringen, damit man eintreten darf.